coming. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde State of Decay. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich muss jetzt mal kurz was nachgucken in der Soundeinstellung. Weil das Problem ist, wie ihr jetzt eventuell auch seht, das Spiel stellt sich jedes Mal, wenn ich raustabbe, beziehungsweise wenn ich Einstellungen an OBS mache, in den Fenstermodus. Und da muss ich es immer wieder umstellen, bevor ich weiterspielen kann. Und ich muss den Sound wohl noch eine Nummer leiser stellen. So. Das sollte passen. State of Decay heute, zurzeit zum Weihnachtssale 6,99 €. Wir haben heute den 23.12., wo ich das spiele. Wir können klettern. Es ist eine Art DayZ, würde ich jetzt mal sagen. Gemischt mit Rust, mit Bauen, Crafting und vielem hirnlosen Zombie-Gekloppe. So wie sich das gehört für ein geiles Spiel. Ich habe das Spiel gerade wirklich erst gestartet. Oh, meine Ausdauer. Auf. Tippe, M-Rad, runter, Gegenstände. So, mal gucken, ob wir den hier irgendwie sneak killen können. Nein, können wir nicht. Gut, hauen wir dem auf die Fresse. Neue Ereignisse im Tagebuch mit Tab, okay. Geborene Anführer sind wir. Wir sind doch gar nicht schwarz. Wir sind doch gar nicht schwarz. Ah, da ist das Tagebuch. Finde Hilfe, will zum Forsthaus, entschlossen zu überleben. Tagebuch feiern. Ferien sind frei, der Urlaub war zu kurz. Ach ja, packen wir zusammen, zurück in die Wirklichkeit. Geräusche letzte Nacht, klang, als hätte jemand Feuerwerk gemacht. Ed hat das Mädchen aus dem Köderladen getroffen, schon wieder. Gott stehe uns nah, Marcus. Gut, ups, na, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ganz zurück. Hier sehen wir Ed. Wir sind anscheinend Marcus Campbell. Unser Stock ist beschädigt. Ich habe mir jetzt nichts groß durchgelesen zu dem Spiel. Aber ich nehme... Ah, da war mein Inventar. Ich habe was zu knabbern. Irgendwas zum Healen. Ach, ich muss C gedrückt halten, um zu sneaken, okay. Das hört sich schon mega geil an. Huh? Nein. Ich will nicht kämpfen. Mein Stock ist fast kaputt. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz gucken, wie man Hilfe und Optionen, so wird gespielt. Offene Sandbox-Welt, die sich echt auf Spieleraktionen, ja, weiß ich. Heimatbasis, nein. Navigiere durch die Welt, drücke leer, nein. Drücke Z, um mit der, oder bist du eine wandelnde Zombie-Kill-Maschine? Z, um zu interagieren. Nein, nein, nein. Wie loote ich denn? Kampf, fahren, Gegenstände. Nächste Auswahl. Gefühl. Ich kann Gefühle ausdrücken, okay. Oh. Ja gut. Ich glaube, da wollte er hier hin. Okay, man kann sich nicht mit Alt im... sogenannten, also so im Gefühl Spectator-Modus benehmen. Oh, eine Überspringfunktion. Guck mal, bei dem Spiel gibt's es. Bei dem Spiel gibt's das schon. Alter, geh kaputt. Hier höre ich da noch einen. Ich sehe ganz viele. Ah, ich kann auch fokussieren, okay. Ups.
Ja, gut. Eventuell sollte man nicht durchs Fenster springen. Bewegt er auch seinen... Ah, jetzt bewegt er seinen Mund. Kriege ich vielleicht einen neuen Stock? Supplies in the locker. Das hört sich gut an. Supplies in the locker. Versorgungsspind. So, haben wir irgendwas? Eine Machete. Nehme ich. Warum kann ich die nicht nehmen? Warte mal. Hallo? Da ist doch eine Machete, oder sehe ich das falsch? Versorgung. Kuh. Ah, so, okay. Das geht nicht, okay. Die Kugeln kann ich auch noch... Achso, nee, ich muss auch E drücken und nicht Q. Aspirin kann ich nicht nehmen? Nein. Noch nicht anscheinend. Das ist eine Machete? Nee, ich möchte niemanden mitnehmen. Nee, gut. So, wir haben eine neue Aufgabe. Krankenbericht, verbessert die Vitalität. Nee, das wollte ich nicht. Geschafft Angriff. Beim Forst aus wären wir schon mal. Sind damit wohl noch nicht. Wird traurig sein, dass er den Scherz nicht landen konnte. Aha. Finde Hilfe. Woher zum Teufel sind diese Spinner eigentlich gekommen? Und wieso waren sie so bissig? Gut. Einfluss. Krankenbericht. Verfügbare Aktion. Kranke heilen. Wir können Kranke heilen und haben Gebäudeboni. Wir sind also eine Art Arzt. Gut. Tür auf. Er kommt doch mit, okay. So, hier ist der Wasserturm. So, kläre das Gebiet auf. Oh, hier sind ganz viele Walker oder Zombies, was auch immer. Rechte Maustaste. So, ich werde mich umsehen. Was ist das denn da? Fahrzeuge. Was ist denn ein Baumarkt? Kann ich da Heizkörper kaufen oder was? Campingplatz. Was ist das hier? Ist das das Forsthaus? Öffentliche Toiletten. Ach ne, Hütte. Noch eine Hütte? Nein, das ist wieder ein Campingplatz. Ich sehe mein Haus. M, um die Karte zu sehen. Uah, was ist denn? Nach Überlebenden und Vorräten. Entfernte Schüsse. Finde heraus, wo die Schüsse herkamen. Da oder da? Ich würde sagen, da. Komme ich hier so runter? Ja, komme ich. So, ich habe mir jetzt mal hier was markiert. Ach du Scheiße. Alter, erschreck mich doch nicht so. Oh, Z, um einen Gegner am Boden zu erledigen, okay. Gut, dann gucken wir uns mal die Schüsse an. Aber vorher müssen wir mal kurz dieses Zeltlager, was da eben eindeutig noch nicht war, eliminieren. Oder? Obwohl, es kann doch da gewesen sein. Wir kamen nicht von da drüben. Da liegen Tote drin. Hoffentlich bleibende Tote. Hallo, Z? Oh.
Also. Warte mal kurz. Kann man. Ressourcen. Verletzt. So, drei Ressourcen gibt es hier auf dem Campingplatz. Einen Platz hätte ich noch frei. Ich hätte die Kugeln wahrscheinlich doch nicht mitnehmen sollen. Warte mal, was war das? Durchsuchen. Ah, hier kann man was durchsuchen, okay. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ah, okay, jetzt weiß ich, was das Problem... geil. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Ich habe nämlich wieder englische Tastatur eingestellt. Und deswegen ist Z wieder Y. So, kann ich jetzt mal hier in Ruhe gucken, ob ich hier was von nehmen kann? Nein. Wie kann ich die Sachen denn darüber packen? LOL! Also die Machete da macht echt Spaß. Da kommen wir da gerade her. Hilf den Fremden. Liegt hier ein Toter? Erhöhe die Ausdauer. Ja, das wäre jetzt eventuell gerade gar nicht mehr so blöd. Alter. Brutale Scheiße hier. So. Entfernte Schüsse. Psychopathen. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Love the idea, but we got kind of volunteered to check a couple other places for survivors. Das ist schön. Just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then, you want to take point, or should I? So. Dann gehen wir, klettern wir mal. Wie komme ich da hoch? Stacheldraht und Wachtürme, das hört sich mal gut an. Da habe ich doch schon wieder jemanden stöhnen gehört. Dann bringen wir sie mal zu dem Stützpunkt. Ah, das habe ich mir anders vorgestellt. Ah, sie snackt sich natürlich auch die Leute. Alter, ich will auch so eine Axt. So. Ich will diesen Rucksack haben. Verwenden. Gut.
Und den kann ich jetzt zerstören. Dann habe ich wieder einen Platz frei. Ach so, geht das, okay. Oh Mann, ey. Meiner. Das ist doch mal ganz mein Humor, das Spiel. Sinnloses Zombie-Geschnitzel. Oh, 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 oh. So, wir gehen dann jetzt erstmal Campingplatz, nichts mehr da, okay. Achso, ich kann nicht laufen, wenn ich auf die Karte gucke, okay. Dann bringen wir sie mal eben zur Ranger Station. Vielleicht hat sich ja was Neues gefunden. Hui! Sliding! Oh, nochmal durchs Fenster. Achso, da ist schon gar kein Fenster mehr. Ich hoffe, das ist nicht scheiße. Was? Nein. Sag jetzt nicht die Alte war infiziert. Nee, die Alte liegt hier vor. Alter, die ist ja richtig aufgefetzt. Dirk, was ist passiert? Ja, aber warum? Sag jetzt nicht, die sind gestorben, weil wir der einen da geholfen haben. Hallo? Nein. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. Nein. We can't stay here. Ed wurde gebissen. Let's grab what we can and get moving. Ja gut. Ed wurde gebissen, wir haben jemanden gerettet, es sind ganz viele Leute gestorben. 3 Stück, um genau zu sein, von denen wir wissen, dass sie wirklich gestorben sind. Das war's mit der ersten Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut da rein!